Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei mir auf der Alteiche im Westerwald. Ja, ihr seht, ich habe mal einen Tag mal weitergespult. Und zwar sind wir jetzt schon im Jahr 2 und schon im März. Und wir sehen, es ist noch, ja, es hält sich bewölkt. Es sind 8 bis minus 3 Grad und so ein bisschen hier mit dem ganzen Weißen. Ich glaube, es hat so ein bisschen gefroren, ne? Also ich glaube, so kann man das sagen. Wir haben morgens 8 Uhr und ja, wir müssen jetzt mal sehen. Also die Hühnchen hier, die sind ja, glaube ich, noch so weitestgehend versorgt, ne? Kuhstall, Wellerhof, gesunder 30% Nahrung, 0. Oh, oh, da müssen wir jetzt unbedingt mal gucken, was da los ist. Die Tiere müssen auf jeden Fall versorgt werden, ne? Milch haben wir auf jeden Fall, Gülle ja auch, Stroh, da sollte nicht dran liegen, weil wir haben Strohpellets. Ist auch noch gut, nur die haben kein Futter mehr, das heißt, wir müssen die füttern. Ja, hier mit dem Silo, da habe ich mal ein bisschen weiter reingefahren. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal hier so ein bisschen das Zeug gemixt bekommen. Mischration können wir noch einmal, weil ich schon mal was vorbereitet hatte, können wir nochmal 24.000 Liter können wir nochmal in den Kuhstall schmeißen oder eher gesagt in dem Fall jetzt 22.000 und dann haben die auf jeden Fall gerade mal wieder einen ganzen Schub. Das ist gut. Ja, ich werde hier immer zwischendurch mal hergehen, dass wir hier die Silage auch mal wieder sehen, dass wir die in unser normales Silo bekommen. Aber das muss ich so nebenbei machen, weil es doch ziemlich viel ist, was wir da rausbekommen haben. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Seite vor. Ja, konnte ich nicht noch hier eine Abladeseite auswählen? Ah doch. So. So, da kommen die jetzt erstmal was zu fressen. So, und dann sollten die in der Theorie erstmal. So, das war ja dann die Kuhweide. So, und das war hier unten. Gut, die brauchen auf jeden Fall noch Milch. Müssten wir jetzt mal sehen, was wir mit der Milch machen. Strohpellets. Ja, könnten jetzt auch noch mal gucken, dass wir auf jeden Fall hier mal bei den Kühen mal gucken, dass wir die mal wieder komplett voll bekommen. Oder eher gesagt, dazu nach und nach. Uns hetzt ja keiner. Ne? Ist ja bei mir immer oberste Priorität, dass uns hier keiner hetzt und dass wir eins am anderen machen. Ja. Und zum anderen sieht es hier aus, unsere kleine Nebenproduktion sozusagen. Die schmeißt natürlich jetzt auch schon was ab. Was haben wir hier? Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade haben wir, gemischter Salat haben wir und hier steht auch schon wieder gutes Zeug für Input zum Weiterverarbeiten und die können wir dann auch mal, komm, die schmeißen wir jetzt mal gerade hier vorne rein und dann fahren wir mal mit unserem Unimog, dann holen wir mal hier das Fass. Und dann können wir mal die Milch umlagern. Dann schmeißen wir nämlich auch mal die Milch hier rein. Oder zumindest mal etwas von der Milch. So können wir nämlich auch dann Erdbeershakes oder was das, ne, Erdbeermilch oder irgendwas war da doch. Können wir doch dann auch hier noch herstellen. Können wir aber jetzt nochmal gucken. Aber wie gesagt, hier so nebenbei, das ist doch hier ganz, das ist doch echt cool, das ist doch echt schön. So was hier nebenbei mit dem Gewächshaus. Ich habe alles an Gemüse und Obst und so hier, was man machen kann, habe ich aktiviert. Das läuft so schön nebenbei. Muss man so gut wie nichts machen. Wir haben dazu noch unsere Produktion, dann können wir das weiterverarbeiten. Ich weiß, damit werden wir nicht reich, ne? Aber
Aber das ist doch einfach nur cool. Einfach so nebenbei laufen zu haben. Ah. Ich sag mal, wir haben jetzt noch 79.000 auf dem Konto. Also wir sind noch nicht handlungsunfähig. Aber... Na. Will er nicht. Ja, dann spawnen wir zu Ende. Ja, dann so. Wir sind ja nicht handlungsunfähig. Aber trotz alledem... wir müssen halt jetzt mal sehen, dass wir auch mal... mal wieder an Kohle rankommen, ne? Also... wir bräuchten schon ein bisschen was mehr Kohle jetzt mal, was so langsam reinkommt. Habt ihr denn, sag ich mal, eine Idee, was man machen kann, womit man täglich Kohle generieren kann? Also Geld, nicht Kohle, ne? Ich hätte zwar noch so eine Idee, oh, das muss ich aber mal wieder erst ausgraben. Und da ist schon wieder so die Sache... Das ist ein Mod, den ich mir selber umgeschrieben habe. Den kann ich euch nicht in die Modliste geben. Wisst ihr, also wenn, da will ich ja auch was haben, was ihr ja auch nutzen könnt. Oder was für alle in irgendeiner Form erreichbar ist. Ist dann schwer. So, was haben wir hier? Hä? Ich hatte doch hier noch zwei Kanister... reingetan. Ach, Flüssigdünger, guck mal hier. Das ist schon wieder komplett durch. Wir haben 12.000 Liter Flüssigdünger. 12.000 Liter Flüssigdünger. Das heißt, wir könnten jetzt nochmal zwei Tanks Schwefelsäure kaufen, die nochmal da reinballern. Dann bekommen wir Flüssigdünger ohne Ende. Dann brauchen wir ja fast gar nichts mehr zu machen. Jetzt weiß ich gar nicht, hier mit dem Unimog, mit der Plattform, können wir trotz alledem jetzt das Ding hier dran machen? Nee. Das heißt, wir müssen den wieder umkonfigurieren, nur um das Ding hier wegzukriegen, oder was? Das ist doch Quatsch. Ist doch wirklich Quatsch. Ups. Das ist doch wirklich Quatsch. Dann können wir das ja auch eigentlich verkaufen. Weil brauchen tun wir ja nicht. Wir haben ja unser Fass. So, jetzt ist natürlich die Frage... Wir brauchen im Endeffekt beide nicht. Wir brauchen beide nicht. Komm, die tun wir jetzt so verkaufen. Egal. Brauchen wir nicht. Jetzt habe ich noch hier Wasser drin, aber ich brauche das Wasser nicht. Komm, dann muss man das jetzt mal gerade so machen. Ich kann das doch gerade nicht entleeren, irgendwie. Ach, Quatsch. Mit 30. Keine Ahnung. Krieg ich denn jetzt das Wasser hier raus? Dann hängen wir jetzt mal gerade hier an den Case. Ist doch nicht... Ich muss doch hier irgendwie das Wasser rauskriegen. Ich will ja jetzt mal die Milch mal weiter verarbeiten.
Rapsöl. Nee. Jetzt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hat er jetzt den Trigger hier für Milch? Ich guck hier vorne, ne? Machen wir mal 8000 Liter, ja, so circa 8445 Liter Milch. Die bringen wir jetzt mal hier in unsere Produktion. Tun wir jetzt mal weiterverarbeiten und den Rest von der Milch, die tun wir weiterverkaufen. So, das heißt wiederum, wir gehen jetzt hier rein und sagen Erdbeermilch. Erdbeeren haben wir, Milch auch. Das heißt, wir haben sonst die Erdbeermarmelade gemacht. Das könnten wir jetzt aufteilen. Oder das macht er ja dann automatisch. So, Erdbeermilch startet jetzt auch. Genau, da läuft es schon. Sehr gut. So, dann werden wir jetzt den Rest Milch aufladen und hoch auf die Weide fahren. Da gegebenenfalls dann auch noch was mitnehmen. Und dann werden wir jetzt noch den Rest von der Milch mal verkaufen. Ich will hoffen, das gibt gut Geld. So, jetzt gucken wir mal. Milch. Milch. Ja, irgendwo bad. Milch, Milch, Milch. 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 So. So, Hofladen, da hätten wir 2300, das ist aber sinken, da fahren wir aber hin. So, 14.600 Euro bekommen wir da pro, Quatsch, 14.000, ja moin, ich hab Lenkrad gar nicht dran. Ich denk grad. Kann doch wohl nicht wahr sein. Also, einige kennen mich ja jetzt schon etwas länger. Ich switch ja immer zwischen Tastatur und Lenkrad. Kommt ja immer darauf an, wenn ich einfach nur mal so wie so ein Schluck in Wasser in der Kurve hier hängen will, genauso wie jetzt gerade hier unser Heubänder. Dann fahre ich auch ganz einfach nur mit Tastatur, ne? Oder wenn ich dann halt mal hier so entspannt Verkaufsdinger fahren möchte, wie auch immer, fahre ich ja doch mit Lenkrad und mit den Pedalen. Boah, wenn das aber hier, guck mal, das ist so richtig weiß, ne? Das ist richtig gefroren alles. Und der Hofladen, der war doch hier unten. Ich bin alles täuscht. Da. Genau. Ach Gott. Ist der Laden wirklich so? Doch, ja. Ich habe gedacht, da fehlt das Dach. So, dann gucken wir doch jetzt mal, was uns die Milch bringt. Sind 30.000 Euro, ne? Also ein Fass. Also wenn wir jetzt noch mal ein Fass fahren, also das ist gut. Das ist gut. Punkt. Das ist, die Milch generieren wir. Wir hätten es natürlich, also pass auf, wir hätten, so mache ich das ja auch in einem anderen Projekt,
momentan, also wo ich mitspiele, ne? Dass ich Angus-Rinder mir kaufe, die großziehe und dann teurer verkaufe. So generiere ich natürlich Geld ohne Ende. Muss natürlich sehen, dass die immer schön Mischrationen haben und dass die natürlich immer 100% mit allem drin sind. Heißt, dass die Reproduktion, dass die, die gesund sind, dass die denen gut geht und. Das ist das eine. Das andere ist, du kannst natürlich auch hier einfach hergehen und das alles per Milchkühe machen. Ich bin mir da wirklich komplett unschlüssig. Wenn ihr das wisst, schreibt das mir gerne mal in die Kommentare. Macht ihr mehr Geld mit diesen Angus-Rindern oder diese Fleischkühe, wenn ihr diese Rubrik da macht, oder wenn ihr, sage ich mal, doppelt so viel Milchkühe habt und dann das Geld generieren könnt über die Milch? Was ist besser? Schreibt mir gerne mal eure Meinung und Erfahrung gerne mal in die Kommentare. Das interessiert mich wirklich mal. Meine Intention ist, du machst sehr, sehr gut Geld mit der Milch. Aber auf lange Sicht und immer dieses Tauschen von den Fleischkühen, behaupte ich mal, dass sich die Fleischkühe mehr rentieren als die Milchkühe. Um schnell Geld zu generieren, um gemütlich zu spielen, um das einfach alles in irgendeiner Weise so mitzunehmen, finde ich das mit den Milchkühen aber tausendmal besser. Trotz alledem, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne noch ein Däumchen nach oben da. Ich sage danke und sage ciao, tschüss, servus, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüssi!